So, in welche Richtung geht's? Hier in die Richtung des Bullen oder doch eher hier in die Richtung des Bären? Den sieht man da wunderschön. Ja, ne, so muss ich filmen. Da ist der Bär vor der Frankfurter Börse. Und Sie sehen auch, eine Reisegruppe ist hier. Es fällt momentan doch ein bisschen schwer, die Tendenz auszumachen. Ich glaube nach wie vor, einzutragen ist der 18. September. In die Richtung wird sich eine Tendenz ausbilden. Und meine Tendenz bleibt eher, wir gehen Richtung Monatsende dann wieder nach unten, nach oben, Entschuldigung, zum Ultimor und laufen dann weiter nach oben. Sauberer wäre das Ganze, wenn wir das Gap von gestern, das ich gestern nochmal genannt habe, bei 10.710 im September Future schließen, da dann wenden. Geht es da doch nochmal massiver runter? Was dann der Fall sein könnte, wenn doch eine Menge spekulative Positionen im Markt sind, die, ja, ich sag mal, spekulativ in der Gestalt sind, dass sie eben mit Hebeln versehen und damit mit Stop-Loss versehen sind, dann kann das natürlich auch schnell in Richtung 10,5 und in Richtung 10 runteratmen. Das dürfte dann aber nur ein kurzfristiger Ausflug gen Süden sein. Das ist nicht meine favorisierte Version, man muss sie aber im Auge haben. Und was wir dann haben, sind auf jeden Fall Kaufkurse. Davon bin ich überzeugt. Denn wohin dann mit dem Geld, selbst wenn die chinesische Wirtschaft schwächelt und die Unternehmensgewinne teilweise sinken werden bei der deutschen Automobilindustrie, es wird am Ende nichts ändern. Was gegen eine solche Bash spricht, ist jetzt auch das aktuelle Handelsblatt-Sentiment. Das hatte vor einer Woche noch geheißen, wir brauchen mehr Angst im Markt, und die lagen richtig, denn der Markt ist runtergekommen. Allerdings die Kursturbulenzen der letzten Tage haben Angst in den Markt gebracht. Also wie gesagt, runter nochmal auf die 10.710, da die Wende, das wäre mustergültig. Dann sollte man entweder langfristig oder im Trading immer wieder auf der Long-Seite dabei sein und davon profitieren, wenn der DAX nach oben läuft. Zum Gold. Da muss laut Charttechnikern die Marke von 1,140 genommen werden. Davon sind wir aktuell schon noch über 20 Dollar entfernt. Momentan lässt die Dynamik auch los. Wir haben am Terminmarkt sofort eine Neupositionierung wieder mehr in Richtung HOST gesehen in den Kontdaten. Das ist aber noch kein wirklich antizyklisches Verkaufssignal. Aber der Markt muss jetzt weiter nach oben laufen, damit wir auch beim Gold eine klare Tendenz zum Jahresende nach oben bekommen, die ich eigentlich auch eher sehe. Das alles bleibt zu beobachten. Und ich werde es kommentieren für Sie auf der Finanzmarktwelt. Bis dahin erstmal.